Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Erneut gibt es offenbar einen terroristischen Anschlag in Paris. Ein bewaffneter Mann soll im Stadtteil Porte de Vincennes ein jüdisches Lebensmittelgeschäft überfallen und mindestens 5 Menschen als Geiseln genommen haben, darunter auch Kinder. Dabei soll der Mann äußerst brutal vorgegangen sein. Der Täter ist direkt in das Lebensmittelgeschäft gestürmt und fing sofort an, mit seiner Kalaschnikow zu feuern. Unser letzter Stand ist, dass es 2 Tote gegeben hat. Diese Bilder aus den sozialen Netzwerken zeigen den Tatort kurz nach 13 Uhr. Die Polizei hat die Straßen rund um das jüdische Lebensmittelgeschäft weitgehend abgesperrt. Kinder in der Gegend durften die Schulen nicht verlassen. Die Stadtautobahn wurde gesperrt. Bei dem Geiselnehmer handelt es sich möglicherweise um denselben Mann, der am Donnerstag in Montrouge südlich der französischen Hauptstadt eine Polizistin erschossen hat. Er soll eine Verbindung zu den Männern haben, die den Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo verübten.